Vielen Dank. Ich hatte gehofft, dass die Jugend die Zeugnisse vor mir macht und irgendjemand ganz viel Zeit braucht, aber sie meinten, sie wollen es doch am Ende haben, also muss ich abschätzen, wie viel Zeit sie brauchen. Deshalb mache ich es nicht ganz so lang wie sonst, ja? Unsere Jahreslosung, dazu haben wir schon einiges gehört. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das, was wir auf dem Herzen haben. Wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wissen ja, das Thema Reich Gottes beschäftigt uns schon lange Zeit. Immer und immer wieder intensiver sagen, wir wollen Reich Gottes bauen. Es geht nicht darum, wer wir sind. Es geht nicht darum, wie wir unsere Gottesdienste gestalten, was das, der bessere Weg ist. Wisst ihr, ich staune manchmal, wie wir manchmal so überzeugt sein können, dass der Plan, den wir haben, perfekter gar nicht geht. Und warum erkennen das die anderen einfach nicht? Aber wisst ihr, Gott ist vielfältig. Und Gott wirkt an Orten, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Und Gott wirkt auf Wegen, die wir manchmal nicht begreifen. Und das ist gut so, denn wenn wir alles verstehen würden, bräuchten wir Gott nicht. Dann wäre Gott sehr klein. Aber Gott hat mehr für uns. Und diese Größe Gottes stellt uns gleichzeitig vor eine Herausforderung. Deshalb möchte ich heute eigentlich über den zweiten Teil dieses Gebetes sprechen. Dass dein Reich komme, haben wir jetzt viel gehört. Lass uns heute mal darüber reden, was heißt dein Wille geschehe. Ich glaube, es gibt kaum einen Satz, der in uns so kontroverse Gefühle auslösen kann, wie die Aussage, dein Wille geschehe. Wir lesen es nochmal ganz konkret. Matthäus 6, die Verse 9 und 10, da heißt es, darum sollt ihr so beten, Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich sage es immer, wenn du nicht weißt, was Gottes Wille ist, dann stell dir einfach die Frage, wird das, was ich jetzt als Gottes Willen halte, im Himmel Bestand haben? Wenn es um Krankheit geht, wissen wir ganz genau, im Himmel gibt es keine Krankheit, also kann es nicht Gottes Wille sein. Im Himmel gibt es keine Sünde, also kann es nicht Gottes Wille sein. Ganz einfach, oder? Im Himmel gibt es keine Armut, also kann das nicht Gottes Wille sein. Denn sein Wille soll ja geschehen wie im Himmel. Und im Himmel ist er perfekt, der vollkommene Wille Gottes. Und so wollen wir es auf der Erde haben. Amen. Und wisst ihr, wenn es um diese Segen geht, um diese Gnade geht, fällt es uns absolut leicht und voller Inbrunst, sagen wir, dein Wille geschehe. Was ist aber, wenn wir etwas unbedingt haben wollen und im Grunde wissen, das ist nicht Gottes Wille. Ich will es aber. Einfaches Beispiel. Männer fühlen mich vielleicht verstehen. Hast vielleicht ein tolles Auto gekauft, hast es poliert, gepflegt, tipptopp. Ne? Und dein Nächster, der geht ziemlich nachlässig mit seinem Auto um, fährt leichtsinnig bei Schnee und Eis draußen und fährt das Ding an die Wand. Ihm passiert nichts, aber das Auto ist kaputt. Und der Herr sagt zu dir, gib ihm deins. Amen. Wie leicht fällt uns dann in dem Moment zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Nun, es geht nur ums Auto. Was ist, wenn es um Dinge geht, die dir sehr kostbar und wichtig sind? Wenn es um unsere Gefühle geht, unsere Sehnsüchte. Wenn du dir vielleicht dein Leben lang etwas wünschst und bekommst es nicht und kommst zum Herrn und er sagt dir, nein. Kannst du dann auch noch sagen, dein Wille geschehe? Ich glaube, dass dieses Gebet kann einerseits das leichteste Gebet sein, wenn es um Segen geht. Und wahrscheinlich das schwerste unseres Lebens, wenn es darum geht zu verzichten. Aber dazu kommen wir noch. Jesus hat dieses Gebet gesprochen, aber Jesus hat es auch vorgelebt. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Da beschreibt höchstwahrscheinlich Paulus das und sagte, weil wir einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat,
so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das Erste, was er sagt, wir haben einen Hohenpriester, der den Himmel kennt. Er kommt aus dem Himmel. Er weiß alles, was uns erwartet. Und gleichzeitig sagt Paulus, denn wir haben aber nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Jesus selbst war uns in diesen Dingen ein Vorbild. Er hat als Mensch gelebt, als Mensch gefühlt. Er kannte deine Gefühle, er kannte deinen Hunger. Er kannte vielleicht manchmal deine Enttäuschung und deinen Frust. Glaubst du, dass Jesus mal frustriert war? Wisst ihr, als er mal sagte, Mensch, Leute, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ich glaube, das ist so ganz höflicher Ausdruck dafür, dass er, ich habe langsam die Nase voll von euch. Menschlich gesagt, okay? Aber das hat er nicht behauptet. Aber Jesus hat uns den Willen des Vaters offenbart. In allen Dingen. Johannes 8, Vers 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wenn du wissen willst, was Gott will, schau Jesus an. Was hat Jesus gemacht? Das, was Jesus getan hat, ist der Wille des Vaters. Das, was dem Vater gefällt. Wenn der Teufel kommt und dich fragt, hey, vielleicht will Gott nicht, dass du gesund wirst, du sollst krank bleiben. Dann schau, was Jesus gemacht hat. Er hat geheilt, er hat befreit. Er hat getröstet, er hat aufgebaut, hat Tote auferweckt. Also all das ist der Wille des Vaters. Lukas 4, die Verse 18 und 19, da zitiert Jesus die Bibelstelle aus Jesaja und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und hat mich gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen. Also hör einfach kurz zu. Wenn wir Nachfolger Jesu sind und den Auftrag Jesu erfüllen im Willen des Vaters, dann listet er hier auf, was unser Job ist. Den Armen das Evangelium zu predigen. Den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Da steht nicht drin, ne? Predigt ihnen Strafe und Zorn und Gericht. Das fällt uns viel leichter, vor allem wenn wir die Fehler des Nächsten sehen, können wir ihm viel lieber, leichter die Strafe predigen als die Gnade. Aber sagt, verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Gott hat uns unermesslich viel geschenkt. Übrigens, wenn du sagst, ja, der Herr hat mir noch nie so klar zu mir geredet, was ich tun soll, dann frage ich dich, wann hast du zum letzten Mal die Bibel gelesen? Die Bibel ist das Wort Gottes. Amen. Wenn du die Stimme des Herrn hören willst, dann lies die Bibel einfach laut, dann hörst du sie. Oder? Ja, der Herr spricht auch durch den Heiligen Geist. Ja und Amen. Aber lass uns bei den Basics anfangen. Die Basics sind einfach, lies die Bibel laut und dann hörst du die Stimme des Herrn. Denn es ist sein Wort. Und was immer dir ein Prophet erzählt, was nicht der Schrift entspricht, kannst du gerne wegschmeißen, denn das ist nicht vom Herrn. Und der Prophet darf sich prüfen. Johannes Kapitel 9, die Verse 3 und 4. Die Bibelstelle kennen wir auch. Lieblingserklärung, wenn es darum geht, wenn jemand krank ist und leidet, die erste Frage der Jünger, Herr, wer hat gesündigt? Diese Schuldfrage, die beschäftigt uns. Nicht nur in Bezug auf andere, leider oft auch in Bezug auf uns. Irgendwas in deinem Leben läuft schief und die erste Frage ist, Herr, warum habe ich das verdient? Was habe ich denn falsch gemacht? Wisst ihr, der Blick geht so schnell auf eine Bestrafung oder auf ein Unrecht, was uns geschieht oder was auch immer, anstatt zu fragen, was hat Gott eigentlich damit vor? Denn Gott möchte seinen Willen in deinem Leben offenbaren.
dein Wille geschehe. Jesus antwortete und sprach, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Mensch, wenn die so vollkommen sind, warum ist er dann krank? Kann das überhaupt sein? Nun, Jesus hat nie behauptet, dass die vollkommen sind. Oder? Wir wissen alle, wir Menschen sündigen. Alle. Und auch kranke Menschen sündigen. Ja. Aber Jesus sagte ganz klar, das ist nicht die Ursache. Hör doch auf, immer nach der Schuld zu suchen. Frag dich lieber, was kann Gott tun? Sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Gott möchte sich verherrlichen. Gott möchte ihn nicht knechten und niederdrücken, er will sich verherrlichen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Dein Wille geschehe. Ich möchte uns dazu ermutigen, in unserem Leben viel mehr zu fragen, Herr, was willst du tun? Wie willst du dich verherrlichen? Anstatt zu fragen, was hat der falsch gemacht und warum geht es dem so schlecht? Und warum betet der so laut und der andere so leise? Und müssen die schon wieder die Musik so laut machen? Frag dir einfach, Herr, gebrauch es. Verherrliche dich. Johannes 11, Vers 4, als Jesus dies hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Das sagt Jesus, als er von der Krankheit des Lazarus hört. Und dann stirbt Lazarus. Und die Leute um ihn herum dachten, was ist jetzt los? Wie hat sich Gott verherrlicht? Aber wir wissen aus der Geschichte im Nachhinein, es ist einfacher, rückwärts, weißt du, das zurückzuschauen und zu sagen, ja, Gott hat sich verherrlicht. Wenn man drinsteckt, dann fällt es sehr, sehr schwer. Und noch eine Bibelstelle dazu, Markus 3, Vers 35, da heißt es, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Er hat nicht gesagt, wer besonders heilig ist, wer besonders berufen ist, oder wer besonders gesalbt ist, um mit mir gemeinsam zu dienen, sondern ganz, ganz klar, wer den Willen Gottes tut. Aber wisst ihr, da steht nicht, wer den Willen Gottes zulässt und darauf wartet, dass Gott was tut. Er sagt, wer aktiv den Willen Gottes tut. Um Gottes Willen zu tun, müssen wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Und bereit sein, seinen Willen zu akzeptieren. Amen. Es ist doch so. Wenn du nicht weißt, was Gott will, wirst du nie wissen, was du tun sollst. Wenn du aber weißt, was Gott will, dann kannst du es tun. Ob du es dann tust, ist deine persönliche Entscheidung. Und meine. Gott wird es uns nicht aufzwingen. Wisst ihr, bisher hatten wir ganz viel Segen. Es geht um Heilung, um Befreiung und das wollen wir erleben. Lobpreis und Anbetung sind ein Privileg, was wir genießen dürfen, auch im Gottesdienst, vor Gott zu stehen, zu wissen, Herr, wir können alles mal beiseite legen, einfach dich anbeten und wissen, wir können dir vertrauen. Das ist super. Wir können in jeder Not zu Gott kommen und beten um Zeichen und Wunder, das ist herrlich. Aber der Wille Gottes ist nicht beschränkt auf Segen, Zeichen und Wunder. Gott will mehr für unser Leben. Und in diesem Mehr stellt sich die Herausforderung. Wisst ihr, Gott möchte nicht nur, dass wir Segen empfangen und frei werden von der Sünde. Gott möchte auch, dass wir die Ursache aus unserem Leben schaffen, die oft zu Problemen verursacht. Eigenwilliges Leben, ja, auch Sünden, die dazu führen, dass der Teufel uns im Leben schaden kann. Und Gott möchte, dass das aus unserem Leben verschwindet. Das ist auch sein Wille. Und dieser Teil seines Willens bedeutet meistens für uns Verzicht.
Und das tut weh. Zumindest dem Fleisch. Kennt ihr das? Wenn man etwas so gern hat und weiß, man muss drauf verzichten. Weißt du, wenn du einen gewissen Lebensstil hast, kommst zum Arzt und der Arzt sagt, du darfst das und das nicht mehr essen und du solltest das und das verzichten. Und du denkst, wie soll ich ohne das überleben? Dabei geht es gar nicht um das Überleben, sondern einfach nur darum, ich will das so sehr und ich glaube, wenn ich das nicht kriege, dann sterbe ich. Übertrieben gesagt. Aber es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir uns disziplinieren müssen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Einer der Bereiche, wo Paulus ganz klar schreibt, er sagt es auch aktiv, er sagt nicht, wir werden automatisch frei, sondern das ist der Wille Gottes, erstens, nämlich deine und meine Heiligung. Dieses Freiwerden von allem, was uns bedrückt, was uns von Gott trennt, nennt die Bibel die Heiligung. Das Reifwerden. Und Gott will, dass du und ich, dass wir reif werden und dass wir uns trennen von all dem, was uns schadet. Das Interessante ist, dass wir manchmal das nicht unbedingt als Schaden ansehen. Stell dir mal vor, lernst jemanden kennen, bist frisch verliebt und du denkst, wow, der tollste Partner des Lebens. Und Gott sagt zu dir, nee, erstens, er glaubt nicht an mich, zweitens, er ist nicht frei. Das ist Sünde, was du tust. Aber deine Gefühle sprechen was ganz anderes. Wem gehorchen wir mehr? In dem Moment zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ist schwer, sich zu trennen. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, im Buch Esra, da heißt es, als Gott zu seinem Volk sprach und offenbarte, sagt er, im Alten Testament stand schon drin, ihr sollt euch nicht vermischen mit fremden Völkern. Und jetzt hatten sie über all die Jahre Ehen geschlossen mit heidnischen Völkern in allen Richtungen. Und dann fordert Gott sie auf, das zu trennen. Und da heißt es, und es war sehr viel Weinen und Wehklagen. Denn den Willen Gottes zu kennen, ist eine Sache. Sich dem zu beugen, hat oft damit zu tun, dass wir auf etwas verzichten, was uns scheinbar sehr wichtig erscheint. Hat damit zu tun, dass wir unsere Gefühle in den Griff kriegen. Es hat damit zu tun, dass wir uns unterordnen, einer Autorität, auch wenn wir nicht alles verstehen. Uns fällt es leicht, vielleicht etwas zu akzeptieren, was wir verstehen. Was ist aber, wenn man es nicht versteht? Und Gott sagt es trotzdem. Was dann? Lukas 9, die Verse 23 und 24. Das sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Amen. Noch schlimmer. Sich selbst verleugnen. Alles, was du dir erträumst, was du dir ausmachst, wo du denkst, hey, das bin ich. Und zu sagen, nein, ich gebe es alles ab. Dann nehme sein Kreuz auf sich täglich. Täglich. Nicht einmal im Jahr, so kurz vor Ostern in der Fastenwoche. Und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wisst ihr, in diesen Versen sagt Jesus vor allem eins. Nicht nur, dass wir das aufgeben, was uns lieb ist, sondern er fordert uns auf, die Kontrolle über unser Leben abzugeben. Wir kontrollieren gerne. Wir wollen wissen, was uns am nächsten Tag erwartet. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir wollen am liebsten auch wissen, was uns übermorgen erwartet, dass wir uns heute schon vorbereiten können, damit wir alles unter Kontrolle haben. Aber alles unter Kontrolle zu haben, heißt Gott nicht zu vertrauen. Oder? Ist hart zu akzeptieren, aber es ist so. Denn wenn ich sage, Herr, dein Wille geschehe, brauche ich nichts zu kontrollieren.
Wenn ich es aber kontrollieren will, dann muss Gott mir vorher ankündigen, was er vorhat, damit ich darüber entscheiden kann, ob das mir passt. Übertrieben gesagt. Ich möchte uns ganz bewusst herausfordern, uns selber mal zu reflektieren, zu sagen, Herr, kann es sein, dass ich oft bete, dein Wille geschehe, aber im Grunde genommen denke, es soll mir super gut gehen. Ja, kein Verzicht, ja, kein Leiden, ja, keine Beleidigung, kein Spott von außerhalb. Es soll mir immer gut gehen. Und wenn das dein Wille ist, perfekt, bin ich voll dafür. Klingt humorvoll, wisst ihr, aber so beten wir oft. Wir denken, dass alles, was von außen auf uns einstürmt, unmöglich im Willen Gottes sein kann. Wenn deine Arbeitskollegen dich verlachen, das kann nicht im Willen Gottes sein, oder? Dabei hat Jesus gesagt, sie werden euch meinetwegen verachten. Sie werden euch verspotten. Sie werden euch verurteilen. Ich sage immer wieder, wenn der Spott der anderen dir wehtut, dann ist ein altes Ego noch nicht gestorben. Wenn dein Ego tot wäre, würde es ihm nichts mehr ausmachen. Wenn du nächste Woche zur Arbeit kommst und dein Chef befördert deinen Kollegen, nicht weil er besser ist, sondern weil du ein Christ bist und einfach lästig bist, deshalb nimmt er lieber den anderen. Welche Gefühle werden sich in dem Moment in deinem Herzen breit machen? Gefühle des Segnens? Oder denkst du darüber nach, wie lang deine Kündigungsfrist ist? Kannst du in dem Moment dich hinstellen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Es ist schwer. Es ist schwer zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich habe schon mal erzählt, als eine meiner Töchter als kleines Kind operiert werden müsste. Und so kurz vor der OP, als die Schwestern sie wegbringen sollten, ich stand an dem Bett und konnte nicht mehr beten. Weil ich eins wusste, sagte der Herr, wenn du sagst, dein Wille geschehe, egal was kommt, ich kann nicht. Und trotzdem an den Punkt kommen und sagen, Herr, ich vertraue dir trotzdem. Egal was passiert, ich will dir trotzdem vertrauen. Auch wenn all meine Gefühle dagegen sind, wisst ihr, aber es war ein innerer Kampf. Es ist nicht so, dass man es einfach salopp sagt. Es ist ein Kampf. Zu sagen, Herr, auch wenn ich manches nicht verstehe, ich lasse es los. Lukas 22, 42. Glaub mir, selbst diesen Kampf kennt Jesus. Und er sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Schrift sagt, dass Jesus kämpfte. Seine Jünger bat, mit ihm zu wachen. Die sind gerade wieder eingeschlafen. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert und erinnern uns daran, an dieses Erlösungswerk. Aber dieses Erlösungswerk hat Jesus sein Leben gekostet. Und er wusste es im Vorfeld. Und er stand als Mensch da, mit allen Gefühlen, wusste, das ist der Wille des Vaters. Und gleichzeitig wusste er all die Schmerzen, die ihn erwarten. Stell dir vor, du würdest jetzt wissen, dass vielleicht in 2-3 Stunden jemand an deiner Seite sterben wird oder verletzt wird und du hast die Möglichkeit, es auf dich zu nehmen. Natürlich, heldenhaft im Herzen würde man sagen, sofort, wenn es vor allem um die eigenen Kinder geht oder um den Ehepartner, höchstwahrscheinlich ja. Wenn es aber jemand ist, der dich gerade verspottet hat, was ist, wenn es gerade um diesen Arbeitskollegen geht, der gerade befördert wurde und du nicht? Dann zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Gott erwartet nichts Unmögliches von uns. Aber Jesus hat das erlebt. Er weiß, wie es in dir aussieht. Und trotzdem fordert er uns heraus und sagt, dass wir beten sollen,
so wie er uns gelehrt hat. Dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe. Weil er genau wusste, Gottes Willen ist vollkommen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Gott hat einen guten Plan, auch wenn wir es nicht sehen. Das heißt nicht, dass es unseren Wünschen entspricht. Gott hat uns nicht Leben im Luxus und Wohlstand und Frieden und Freude hier auf der Erde verheißen, bis wir sterben. Das ist nicht Bestandteil des Evangeliums. Er hat uns aber verheißen, dass er alle Zeit bei uns ist und dass wir ewig mit ihm leben werden. Das ist Bestandteil. Dass er uns seinen Frieden gibt, dass er uns seinen Segen gibt. All das ist ein Bestandteil. Aber ja, trotzdem wünschen wir uns gerne, Herr, ich muss ja nicht überaus reich sein, aber könnte ich so ganz gesund und ohne Geld sorgen, leben und dann sterben? Wäre doch so schön. Wenn ich das denke, geht es dann um meinen Willen oder um Gottes Willen? Gott will Menschen um uns erretten. Gott will uns reif machen. Gott will uns fördern. Gott will, dass wir stark werden. Und dazu müssen wir manchmal auch ein bisschen geformt werden, ein bisschen geschliffen werden. Mimo hat gestern ein bisschen über das Schleifen geredet. Ich sage immer wieder, weißt du, geschliffen wärst du nicht von Menschen, die dich lieben und immer dich behüten. Geschliffen wärst du von den Menschen, die Ecken und Kanten haben, an denen du dich stößt. Wir trösten uns so gern damit zu sagen, ja, Herr, du hast all unser Leiden getragen. Deshalb müssen wir nicht mehr leiden. Amen. Stimmt so. Doch welche Leiden meinen wir? Wenn es um Bindungen geht, um Krankheiten geht, ja und Amen. Wenn es um Sünde geht, ja und Amen. Gott hat alles für uns getan. Brauchen wir nicht mehr. Aber was ist mit den Leiden, die unsere Gefühle oder unser Fleisch uns verursachen, wenn wir nicht an die Dinge halten, die Gott möchte? Was ist, wenn wir verzichten müssen auf Sünden, die sich doch so gut anfühlen? So ein Wutausbruch, das tut doch mal richtig gut. All den Frust loswerden. Vorhin schon gesagt, oder jemanden zu lieben, von dem man denkt, der ist perfekt für mich. Oder der Wunsch, Herr, kann ich ohne viel zu investieren ganz schnell reich werden? Wie auch immer. Was ist, wenn wir darauf verzichten sollen? Was ist, wenn wir verzichten müssen auf Rechte, während man uns Unrecht tut? Die Schrift sagt, sie werden euch in Gefängnisse werfen. Sie werden euch anklagen, um seines Namens willen. Natürlich können wir laut pochen, ja Moment mal, wir haben Religionsfreiheit. Ich hatte mal die Definition eines ausländischen Politikers gehört zum Thema Religionsfreiheit. Er sagte, ja, wir haben Religionsfreiheit. Unser Land ist frei von jeder Religion. Ist auch ein rechtlicher Ausdruck. Was ist, wenn der Moment kommt, wenn man uns die Rechte nimmt, weil wir Gott gehorchen? Was ist, wenn wir darauf verzichten sollen, auf das menschliche Wohlgefallen, auf die menschliche Zustimmung, wenn andere uns nicht auf die Schulter klopfen? Kann das im Willen Gottes sein? Ja. Denn wo lernen wir Demut, wenn nicht dann, wenn man uns etwas vorenthält? Wenn dir jeder auf die Schulter klopft, wirst du nie Demut lernen. Es könnte also sein, dass die Arbeitskollegen oder die Nachbarn, die dich so furchtbar nerven, ausgerechnet den Willen Gottes tun. Was ist, wenn wir verzichten sollen auf Dinge, die wir unbedingt haben wollen, die aber im Grunde genommen nur unser Ego befriedigen und nicht Gott verherrlichen, wenn es nur um uns geht? Was ist, wenn wir da verzichten sollen mit diesem Leiden? Was ist, wenn wir auf Hab und Gut verzichten sollen, wenn andere angebliche Christen uns verklagen, uns etwas vorenthalten?
als Paulus sagte, warum verzichtet ihr nicht lieber, als dass ihr vor Gericht geht? Ja, wenn es ein paar hundert Euro geht, ja, kein Problem, Herr. Was ist aber, wenn es so viel ist, dass es an meine Existenz geht? Der Punkt ist der, Gott hat nie gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen ein paar Euro und ein paar tausend Euro. Es geht um das Prinzip zu sagen, Herr, bin ich bereit, deinen Willen zu tun, damit du verherrlicht wirst und nicht ich? Bin ich bereit, meine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen, damit du verherrlicht wirst und nicht ich? Bin ich bereit, mein Leben einzusetzen, damit andere zum Segen wird und nicht in erster Linie für mich, selbst wenn ich nichts davon habe? Bin ich bereit, mich demütigen zu lassen, damit andere gesegnet werden? Bin ich bereit zu verzichten, dass es anderen besser geht? Wenn wir ehrlich sind, bei all diesen Punkten finden wir immer irgendeine Bibelstelle, die wir so auslegen können, dass es irgendwie unserem Willen entspricht. Und zu sagen, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Und im Herzen wissen wir aber ganz genau, eigentlich will Gott es von mir. Und es kann bei uns unterschiedlich sein. Und in diesen Momenten zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Das ist ein Teil des Segens, den wir haben dürfen. Dass wir Kinder Gottes sein dürfen und sagen, Herr, wir wollen dein Reich bauen. Und zwar ein Reich, in dem dein Wille geschieht, nicht unserer. Und da, wo Gottes Wille geschieht, heißt es automatisch, dass wir uns unterordnen müssen und demütigen. Ist uns Gottes Wille im Alltag wichtiger als die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns zustehen? Oder kämpfen wir sehr darum, was wir beanspruchen, was uns zusteht, und recht wenig darum, was Gottes Wille ist? Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das ist so einer meiner Lieblingsverse, wenn es darum geht, Mitarbeiter in der Gemeinde. Gott hat dir Gaben gegeben, nicht damit die Leute dir auf die Schulter klopfen und sagen, Mann, was bist du für ein toller Lehrer? Wow, was für ein Prophet. Nein, er hat die Gaben gegeben, um die Heiligen zuzurüsten. Es ist vollkommen egal, wie groß deine Gabe ist. Wenn die Heiligen um dich herum dadurch nicht zugerüstet werden, dann hast du versagt und hast nicht den Willen Gottes getan. Denn nur dafür hast du es bekommen. Wir benutzen es zu gerne, um unser eigenes Ego ein bisschen wachsen zu lassen und vergessen dabei, es geht um die Gemeinde, es geht um den Willen Gottes. Dafür ist es gegeben. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Eine andere Übersetzung sagt, bis wir hingelangen zu dieser Reife. Bis wir dahin kommen, dass wir Gottes Willen leben. Noch eine Bibelstelle. In der heutigen Zeit für uns besonders herausfordernd. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für die Obrigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das fällt mir momentan etwas schwerer. Wisst ihr, wenn wir anschauen, die Regierung dieser Welt, was da gerade in der Welt vor sich geht, dann denkt man, Herr, ich stimme eher mit Jakobus und Johannes überein, sagt der Herr, lass Feuer fallen. Das wäre doch viel einfacher. Sind wir ehrlich, wenn wir den Nachbarn die Nachrichten einschalten, denkt man, Herr, lass doch einfach einen Blitz vom Himmel kommen. Irgendwie. Und dann sagt Paulus, nee.
Ihr sollt Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung vor den Herrn bringen. Wofür? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und wohlgefällig dem Herrn. Das ist der Wille Gottes. Also egal, wie sehr du dir wünschst, dass manche Regierenden und Politiker aus irgendeinem übernatürlichen Grund entweder Gott erkennen oder plötzlich wechseln, warum auch immer, egal wie. Hauptsache, sie verändern sich. Stell dir vor, dieser Wunsch in dir ist Gott nicht wohlgefällig. Stattdessen sagt Gott, dass in uns der Wunsch aufstehen soll, für sie zu beten. Sagen, Herr, schenke ihnen Gnade. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Und er hat einen Grund dafür. Das heißt, welcher will? Dass alle Menschen, ich will mal sagen, welcher will, dass alle Menschen gemeinsam Abendmahl feiern und sich bewusst machen, welche eine Gnade sie von Gott haben. Das ist Gottes Wille. Wisst ihr, wir denken manchmal, ja Herr, die sind doch so ungerecht, feg sie weg. Die denken nur an sich. Lass sie das spüren, Herr. Muss ja nicht schlimm sein, aber so der Bundestag mal komplett krank, dass sie zum Nachdenken kommen, was auch immer, sind sehr menschliche Gedanken. Ich weiß, manche Menschen denken noch was ganz anderes. Aber diese Gefühle in uns sind nicht der Wille Gottes. Und diese Gefühle zeigen uns, wie sehr noch unser Ego manchmal dem widerspricht, was Gott will. Was will Gott? Gott will, dass alle Menschen die Gnade erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das will er. Und wenn wir bewusst beten, Herr, dein Wille geschehe, dann können wir nicht gleichzeitig beten, Herr, feg den Bundestag weg oder sonst was. Das widerspricht dem. Es gibt viele Regierungen dieser Welt, wo wir nicht verstehen können. Dann, Herr, das kann unmöglich dir wohlgefällig sein. Aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, vor dem Herrn zu stehen und sagen, Herr, was immer dein Wille ist, das will ich tun. Und sein Wille ist, dass sie gerettet werden. Dein Wille geschehe. Ist kein Gefühl. Und das ist nicht etwas, was wir in einem besonderen Anflug von Heiligkeit einfach so sagen können. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, ich gebe meinen Willen auf und ich will, dass dein Wille geschieht. Diese Vollmacht hat Gott uns gegeben. Er hat uns Menschen geschaffen mit einem freien Willen. Und er wird dich nicht zwingen, es aufzugeben. Du kannst in dem Zustand, in dem du bist, leben. Gott wird dich nicht zwingen. Wenn du ihm nicht folgen wirst, ist es deine Entscheidung. Er wird dir alle Angebote machen. Er wird dir alle Gnade zeigen. Er hat dir alles bereitet. Aber die Entscheidung, ob wir es annehmen oder nicht, liegt bei uns. Und auch die Entscheidung, ob wir uns vor Gott beugen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Selbst dann, wenn es mir wehtut. Er soll trotzdem geschehen. Diese Entscheidung müssen wir ganz bewusst treffen. Ich habe am Anfang gesagt, wisst ihr, es kann sehr leicht das Gebet sein, wenn es um Segen geht, aber es fällt uns sehr schwer, wenn es um Verzicht geht. Und doch gehört beides zusammen. Es ist ein Teil seines Segens, ein Teil seiner Gnade, das wir abgeben dürfen. Dass nicht mehr wir kontrollieren, sondern Gott kontrolliert. Dass nicht mehr wir entscheiden, was in unserem Leben abläuft, sondern dass wir es Gott abgeben. Sagen, Herr, was immer du willst, das tue ich. Das heißt nicht, dass wir nichts tun, sondern wir sollen es tun, auch was er uns sagt. Und wie gesagt, und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, lies laut die Bibel und dann weißt du sofort, was Gott von dir möchte.
Wie gut ist es, dass wir unseren Gott als liebenden Vater erlebt und erfahren haben. Lobpreist ihm, kommt ihr nach vorne. Und dass wir, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, trotzdem diese Kühnheit haben dürfen zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Wir haben vorhin das Zitat gehört aus Psalm 23. Ich sage immer wieder, das ist ein Psalm des Glaubens. Weil der Psalmist dort in der Gegenwartsform spricht. Er spricht nicht im Wünschen, sondern in der Realität. Und sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann weiter heißt es, und wandere ich auch im finsteren Tal. Wenn du also in deinem Leben gerade in einer Situation bist, wo alles um dich herum dunkel ist, du hast keine Ahnung, wo es lang geht. Du weißt nicht, was du machen sollst. Jede Entscheidung fühlt sich an, als ob du in eine Sackgasse rennst. Kannst du trotzdem einfach sagen, Herr, ich habe keine Ahnung. Es fühlt sich furchtbar an. Und trotzdem vertraue ich dir, dass du da bist. Trotzdem vertraue ich dir, dass du mich führst. Und trotzdem vertraue ich dir, dass dieses Tal dazu da ist, dass ich dich mehr erkenne, dass ich mehr von dir erlebe und dass du mich dazu befähigst, dein Werk zu tun. Die Schrift sagt, Jesus ist ein Hohepriester, der mitfühlen kann, weil er es erlebt hat. Er hat den Kampf erlebt, was es heißt, sein Fleisch aufzugeben, sein Leben aufzugeben und Gott zu vertrauen. Er kennt deine dunkelsten Stunden. Er hat sie vollkommen gemeistert, aber er weiß, wie es dir geht und er will dir beistehen. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt zum Gebet aufstehen. Und triff deine persönliche Entscheidung hinein in deine Situation. Halte dir mal die Herausforderung vor Augen, die dir gerade am meisten zu schaffen macht. Egal, ob es jetzt gesundheitlich ist, familiär ist, ob es am Arbeitsplatz ist, wenn es um deine Finanzen geht, was auch immer. Bring mal deine größte Herausforderung vor Gott und ja, du hast eine Vorstellung, wie sie gelöst werden kann. Kannst du trotzdem Gott sagen, Herr, ich gebe es dir ab, dein Wille geschehe. Egal, wie es ausgeht, es soll einfach nur nach deinem Willen geschehen. Und ich will es annehmen. Wenn du mir zeigst, dass ich was verändern muss, dann werde ich es tun. Wenn du mir sagst, dass ich verzichten soll, will ich es tun. Wenn du mir sagst, dass ich weitergehen soll, werde ich gehen. Aber lass deinen Willen geschehen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen, Herr. Danke, dass wir als deine Kinder dich anbeten dürfen, dich erheben dürfen, Herr. Und dass wir immer wieder auch neu lernen dürfen, dir zu vertrauen, Herr. Und gerade in diesem Jahr wollen wir wirklich ganz neu lernen, was es heißt, dein Reich zu bauen und in deinem Willen zu wandeln. Nicht so, wie wir es gern hätten, Herr, sondern so, wie es dir am besten dient. So, wie es dich am meisten verherrlicht und so, wie es dich erhebt, Herr. Danke, Vater. Danke, dass du da bist, Herr, und dass du unser Gebet jetzt hörst, Herr. Du kennst jede Entscheidung, Herr. Du, jeden von uns kennst du ganz persönlich, Herr. Du schaust in die Herzen hinein, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du die Entscheidung ernst nimmst und uns hilfst, Herr, wirklich darin zu wandeln. Und danke, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden, denn du wirst es offenbaren, Herr. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.